Hey Leute, Wernock hier. Ich mache jetzt für euch mal einen kleinen Guide zu der Operation Leichtfüßig. Aber zuallererst kommt jetzt mal was richtig Witziges. Beziehungsweise es ist schon eigentlich eher traurig. Nämlich wie immer fängt das Event an mit einer Nachricht von der Lotus. Und das hier war eindeutig Google-Übersetzer. Das ist so schlecht übersetzt, dass ich es euch jetzt sogar vorlesen werde. Also, Leichtfüßig. Sie haben auch gelernt, Tenno, durch unzählige Überfälle in feindlichen Raum sie Verwüstung unter unseren Feinden angerichtet haben. Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. Aber unser Feind hat so viel über uns gelernt, wie wir über sie haben. Sie passen. Punkt. Ihr neuester Trick, Geschwindigkeit. Mit leichten Aura-Mods können spezialisierte Grineer jetzt passen sie ihre Geschwindigkeit und bedecken große Distanz mit Leichtigkeit. Punkt. Ich sage Ihnen das, weil Sie diese Soldaten bei Ihrer nächsten Mission begegnen. Es gibt eine Notrufmeldung, die ich brauche, sofort abgefangen. Die Grineer werden versuchen, aufzuhalten. Sie werden ihnen zeigen, dass es mehr als die Geschwindigkeit, um Tenno zu besiegen. Die Lotus. Ja, also von der übersetzerischen Leistung wirklich meisterhaft. Und für die Leute, die sich immer noch fragen, warum ich das Spiel hier immer auf Englisch spiele, das hier ist eine der Antworten. Jetzt mal wieder zu den ernsthaften Sachen, nämlich zu dem taktischen Alert. Das hier ist jetzt der vorletzte, einer kommt noch kurz vor Weihnachten, aber jetzt zu dem hier. Also das Ganze spielt auf Mars, also hier, und hat zum Schluss eine Begrenzung auf 500 Konklav. Das ist im Normalfall wie immer ein Warframe einfach und eine Waffe. Ich habe mich jetzt für den Dunkeldolch entschieden, eins der besten Melee-Waffen überhaupt. Und macht Spaß zu spielen. Wie läuft die Operation ab? Es ist eine mobile Verteidigungsmission und wir müssen einfach zwei Terminals verteidigen. Die Grineers sind auf Crack, das heißt, die flitzen durch die Gegend wie sonst was. Wenn man es alleine macht, ist es einfach nur nervig und nicht schwer. Wenn man es in der Gruppe macht, ist es nur langweilig und auch nicht schwer. Den taktischen Alert hier kann man eigentlich jeden Frame benutzen, bei dem man die Ulti spammen kann. Zum Beispiel, was mir gefallen hatte, war mit Mesa gewesen. Aber Sarine ist sehr gut. Volt ist auch ganz gut. Was kann man noch nehmen? Frost kann man nehmen. Excalibur kann man nehmen. Alles, wo man die Ulti richtig schön durchspammen kann, kann benutzt werden, weil Gegnerlevel ist einfach nur 17. Ja, und jetzt mache ich euch noch ein bisschen den Ton mal lauter. Und los geht der Spaß. Was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, in dieser Mission gibt es wirklich sehr, sehr viele Eximus. Vor allen Dingen Eximus Grineer Roller, normale Grineer Roller. Und ja, guckt euch einfach mal an. Der Nachteil hier, weil ich jetzt nur ein Schwert dabei habe, hier diese Energietüren kann ich jetzt nicht selbst kaputt machen. Muss deshalb immer warten, bis ein paar Teammates da sind. Hier ist ein Eximus. Und mich dann durch die Türen da durchlotsen. Oder ich opfer mein Schild und meine Energie, aber wenn es nicht gerade sein muss. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Als Belohnung gibt's wie immer ein, oder wie in letzter Zeit üblich, ein festliches Siegel, das man ausrüsten kann. Und wenn man weitermacht, noch drei extra Runden, gibt's ein Strato-Emblem. Hier. Stay away from the fire. Wenn man das hier alleine macht, ist doch schon etwas nervig, weil man kriegt dauerhaft irgendwelche Procs ab, fällt um, wird gestunt, wird geslowt. Und ja. Aber die Grineers sind alle One-Hit, weil Low Level. Mal gucken, ob ich gerade für euch das Level von einem Gegner mal ranholen kann. Ah, Level 22. Beim letzten Mal, wo ich es gemacht habe, waren sie 17. Was ihr wirklich mal bei Gelegenheit ausprobieren könnt, wenn ihr den zum Katz-Mod habt, ist hier der Dunkeldolch. Da könnt ihr gerade schauen. Super Angriffsrate. Hat ein paar schöne Kombos sogar, die man noch machen kann. Bei der hier Mission ist es ein bisschen
Ja, ärgerlich, dass man immer so lange warten muss, bis die Terminals fertig sind. Die Belohnung dafür ist ja auch nur minimal. Was hier ganz witzig ist, müsst ihr noch darauf achten, wie schnell die Gegner hier durch die Gegend flitzen. Im Vergleich zu normal. Das sieht man im anderen Raum besser, wo wir nachher hin müssen. Was die Sache hier etwas schwieriger für Anfänger machen könnte, ist, wenn man kein Frame hat, wo man die Ulti spammt. Die Gegner haben nicht nur erhöhte Geschwindigkeit, sondern auch ihre Feuergeschwindigkeit und alles ist auch erhöht. Das heißt, wenn man die nicht alle One-Hit weghauen kann, die das Feuer öffnen, wie jetzt gerade, bekommt ihr sehr schnell sehr viel Schaden. Ich würde euch auch nicht empfehlen, das auf Solo zu machen, einfach... Es ist zu... Ich will nicht sagen schwierig, aber es ist... nervenaufreibend. Ihr müsst die ganze Zeit Ulti-Spam, Energieplättchen legen, weiterrennen, aufpassen, dass man nicht verreckt, und das ist auf die Dauer etwas aufregend. Was sehr gut ist und was euch vielleicht auffällt, dass ich die ganze Zeit voll Energie habe. Beziehungsweise auch die ganze Zeit, dass das Symbol von Red Wave hier auf dem Bildschirm auftaucht. Das liegt daran, dass ich dann einfach meine Syndikatswaffe hier aufgeladen habe, den Red Wave Brock bekomme und Red Wave gibt mir Energie. Das heißt, ich kann mich hier mit der Sarin selbstständig mit Energie wieder voll aufladen. Area completed. Move on. Da kommt, bewegt euch. I'm Antenno. This will take a moment. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. Nein, diesmal habe ich schon mal eine echt lange Runde erwischt. Zweimal Terminal mit über 3 Minuten. Und so viele Cranier Eximus Brawler Balls habe ich noch nie gesehen gehabt. Ärgert man sich ja schon fast, dass man die damals in der Relic Sabotage die ganze Zeit gescannt hat, beziehungsweise so versucht hat, die Eximus zu bekommen. Auf jeden Fall, da sind die dann auch immer als Eximus Squad gekommen und haben versucht, den Spieler zu... Na, die haben keinen Schaden gemacht, die haben einen zu Tode geknuddelt. Haben sie es versucht. Genauso die Tonnen, die er entwaffnet. Die kommen ja auch dann immer kuscheln. Still working on it. Continue to defend. Cool. Was Schönes.
Das sieht doch mal nice aus. Ich weiß auch schon. Irgendwie muss man sich ja die Zeit hier in den Missionen totschlagen. Gerade nachschauen, ob wir überhaupt Syndikatspunkte hier dafür bekommen. Wow, die hat relativ viel. Das ist sehr viel. Na klar, bei so vielen Exynos, die geben ja extrem viel Erfahrung. Ruf ist ja berechnet über die Erfahrung. Wird berechnet für die Erfahrung. So, dann bauen wir uns jetzt mal den Weg frei nach draußen. Und so hackt man. Override successful. Let's get going. Alarms reset. They do not suspect a thing. Deshalb hier ist auch Sarin sehr praktisch. Habt ihr vielleicht mitbekommen, ich hatte gerade einen Elektrobock drauf. Hab einmal die Häutung gemacht und direkt meinen Brock verloren, den ich drauf hatte. Funktioniert auch bei Gift, funktioniert bei allen Procs. Naja, außer bei Blast. Wenn man am Boden liegt, kann man keine Fähigkeit benutzen. Was jetzt? Warten, bis die Teammates auch irgendwann kommen. Das kann sich etwas hinziehen, aber naja. Mission erfolgreich. Dann hier sieht man, wie viele Punkte man schon insgesamt hat. Was wir hier die Runde bekommen haben. 4800 Syndikatspunkte auch noch. Das ist auch gar nicht schlecht. Das sind knapp 700 Gegner aufgetaucht in der Mission. Und davon waren mindestens 500 Exymos. So. Nachdem wir das dann jetzt geschafft haben, kriegen wir Post von der Lotus. Einmal nach 3 Missionen, einmal nach 6 Missionen. Beziehungsweise zweimal. Immer nach 3 Missionen kriegen wir dann Post. Beim ersten Mal sagt sie uns hier, haben wir toll gemacht, kriegen wir Glockendinger. Und ja. Beim zweiten Mal gibt es dann halt eben wie immer dieselbe Nachricht mit dem Stratos-Abzeichen. Und das ganze Zeug zeige ich euch dann jetzt auch mal. Müssen wir einfach runter an die Konsole gehen. Fange ich mit Stratos an, das ist am Wächter immer am einfachsten zu zeigen. Design, Verzierung, wie immer falsch. Und dann das Stratos-Abzeichen. Und da ist dann hier wieder... Hat sich ein bisschen das Innen drin geändert. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Siegel, was die Leute wirklich interessieren dürfte, nämlich das Glockensiegel. Sarin muss uns jetzt ihre Glocken zeigen. Das wäre dann Design B. Hier kann man es dann schon erkennen. Und wie immer gehe ich erstmal falsch. Das ist dann das Frontsiegel und hier kann man es dann schön sehen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kann man bestimmt irgendwas draus machen, wenn man schön die Größen anpasst und alles. Und ich wünsche euch dann viel Erfolg beim Bekommen von diesen Sachen.